Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zu einem Versions-Update-Video. Die Finale 1.14.6 ist nun erschienen und die Entwickler hatten sich ja schon dazu ausgelassen, dass sie sich für die 1.14er-Version etwas mehr Zeit lassen und etwas mehr Liebe zum Detail mit hineinbringen. Und deswegen gab es erstmal noch ein paar Release-Kandidaten zu den einzelnen Teil-Updates. Und es wird noch ein bisschen dauern, bis die 1.15 kommt. Aber man merkt schon, dass halt quasi die Entwicklung dahin geht, dass halt hauptsächlich auf Performance, auf Bugfixes und auf allgemein das Spielgefühl halt gesetzt wird, dass das halt eine runde Sache ergibt. Und das finde ich sehr gut und wir wollen uns heute einfach mal die verschiedenen Sachen anschauen, die sich leicht geändert haben und welche Bugfixes rausgenommen wurden bzw. beseitigt wurden. Ja, viel Spaß damit! Für alle, die sich mit dem Model Creator beschäftigen und selber eigene Mods schreiben, hat sich einiges an dem Model Creator geändert. Also was heißt einiges? Ein paar kleine Sachen. Und zwar das Arbeiten mit detailreichen Modellen sollte jetzt etwas weniger umständlich und schmerzhaft sein, so die Entwickler. Das heißt, es wurden ein paar Tweaks mit hinzugefügt. Der Link zum Model Creator und der Liste, was sich dort genau geändert hat, das findet ihr in der Videobeschreibung. Einfach auf den Link klicken und dann kommt ihr zu GitHub, dort könnt ihr es herunterladen und dann seht ihr auch die entsprechenden Patch Notes dazu. Das gehört zwar teilweise nicht, also das gehört zwar nicht mit ins Spiel direkt, aber gehört teilweise auch mit ins Spiel dazu. Und zwar die Wiki, die halt wahrscheinlich schon jeder mal besucht hat, die hat jetzt einen dedizierten Host bekommen und es wurden auch ein paar Änderungen am Editor vorgenommen, damit halt quasi diejenigen, die die Artikel schreiben, etwas leichteres Spiel haben werden. Es war ja schon seit langem immer etwas im Gespräch, dass die Entwickler einen eigenen Serverhost anbieten wollen. Und dort ist jetzt nun ein geschlossener Beta-Test gestartet. Der läuft wohl an sich ganz gut. Es fehlen bloß einige Funktionen noch, die hinzugebracht werden sollen. Und wenn es dann entsprechend verfügbar ist, werden wir wahrscheinlich darüber so schnell wie möglich informiert. Und ihr könnt selber eure eigenen Vintage Story Server über den Entwickler hosten. Jetzt noch ein kleines Update zum Entwickler selbst. Tyrun hat von einem Gaming-Laptop 2016, wo er das Spiel halt darauf entwickelt, umgesattelt auf einen ordentlichen Rechner. Und er sagte, eine Arbeitsumgebung für solch ein großes Spiel ist ein Laptop in der Altersklasse und halt in dem Funktionsumfang halt nicht mehr zeitgemäß und damit hat er nun die Möglichkeit, besser und effizienter im Spiel rumzuwerken und zu produzieren und zu programmieren, zu ändern etc. etc. Ja, viel Spaß damit und mal schauen, was uns dieses erfolgreiche Equipment in das Spiel mit einbringt. Kommen wir zu den Updates, die euch natürlich interessieren. Aktuell ist es jetzt möglich, dass ihr Rohmilch aus einer Schüssel trinken könnt. Hört sich zwar noch an, als würde man das essen, aber das wird wahrscheinlich irgendwann auch noch geändert. Ach ja, die Rohmilch gibt euch dann eine Sättigung von 30. In der letzten Release-Version oder Release-Kandidat-Version wurden ja die Stahlwerkzeuge nochmal etwas von der Stabilität erhöht. Das wurde jetzt noch einmal gemacht und zwar von 2x Eisen auf 2,5 Eisen. Das heißt, hat eine 0,5 Punkte höhere Haltbarkeit und die Bergbaugeschwindigkeit für die Stahlspitzhacken, die hat sich auch ein wenig erhöht. Für die Weltgeneration wurde der Parameter Tempstorm Duration Mull hinzugefügt und damit können Spieler dann über die Befehle die zeitliche Sturmdauer anpassen. Welche Befehle das jetzt genau sind, habe ich noch nicht herausgefunden. Wenn ich es dann noch herausfinde, dann reiche ich das mal im Video unten in der Videobeschreibung nach. Es wurde jetzt geändert oder beziehungsweise optimiert, dass man, wenn man einen heißen Barren nimmt und diesen zu einem schon bestehenden Stapel an Barren hinzufügt, dass die Temperatur sich dann verteilt. Und wenn ich jetzt die Barren mal aufsammle, dann sieht man, dass halt quasi die Temperatur sich abgekühlt hat schon mal.
Und wenn man sich die einzelnen Barren ansieht, die man aufgenommen hat, die vorher nicht heiß waren, haben sie jetzt eine Temperatur von 261, 260 kühlt ab, wohingegen halt ein frischer Barren eine Temperatur natürlich von 1100 haben müsste, genau. Und wie gesagt, das verteilt sich jetzt sozusagen auf die verschiedenen Barren, die dort liegen. Umso mehr Barren dort liegen, umso kühler wird natürlich dann die Endtemperatur sein. Des Weiteren wurden für die Tapeten, die ihr in diesen Katakomben finden könnt, eine Funktion hinzugefügt, dass ihr, wenn es gestackt ist, damit ihr quasi im Inventar seht, welche Teilstücke das sind. Ich hätte es euch jetzt gerne gezeigt, denn sieht das wahrscheinlich dann besser, wenn man es vor sich hat. Aber ich bin jetzt einmal durch die Welt geflogen, auch unterirdisch, und habe diese Katakomben gefunden, aber nirgendwo war eine Tapete dran. Deswegen blende ich euch mal links und rechts ein paar Beispiele von den Tapeten ein. Und dafür gibt es ja immer Teilstücke, die ihr finden könnt. Und damit seht ihr dann, wenn ihr zum Beispiel drauf schaut, beziehungsweise wenn ihr es im Inventar habt und mit der Maus drüber geht, nochmal eine neuere Information dazu, welche Teilstücke es von diesem Tapetenmuster sind. Denn die setzen sich, wie gesagt, halt immer aus verschiedenen Teilen zusammen. Eine Neuerung im Winter ist, dass jetzt sich der Schnee unter den Leitern sammelt. Das hätte ich euch gerne jetzt auch gezeigt, aber ich kann den Schnee leider nicht hinsetzen. Und es schneit einfach nicht, auch wenn ich jetzt eingebe, dass es regnen soll. Es schneit einfach gerade nicht. Von daher müsst ihr mal glauben, dass das funktioniert. Der Schnee wird halt quasi auch unter der Leiter sichtbar sein. Das heißt, die Leiter steht im Schnee und des Weiteren lässt die Leiter nun auch Regen durch. Die verschiedenen Boulders, also quasi diese Steinansammlungen, die kennt sicher jeder, die haben nun eine Kollision, das heißt, ein Spieler kann jetzt auch draufstehen. Vorher ist man halt einfach durchgelaufen und jetzt haben wir das sozusagen ein wenig immersiveres Spielgefühl, sage ich jetzt einfach mal. Wenn man drüber läuft, hat man auch eine, ich sag mal, optische Information, dass man sich über einen Gegenstand bewegt. Schneebedecktes Gras hat jetzt die gleiche Kollisionsbox wie der normale Schnee und lässt somit dann ein besseres Durchlaufen ermöglichen. Und als ich vorhin gesagt habe, der Schnee sammelt sich unter der Leiter, ja, scheint nicht zu funktionieren. Ich habe es schneien lassen und leider passiert hier nichts und es wird schon wieder dunkel. Das Schilf, das friert jetzt im Winter, friert das auch mit dem Wasser ein. Das heißt, es sammelt sich halt Eis um das Schilf und umschließt es sozusagen mit Eis. Das Lake-Eis taut im Frühjahr jetzt schneller ab als sonst und wird durch Regen dann auch noch beschleunigt. Das heißt, wenn es früher ist, habt ihr eine schnellere eisfreie Fläche auf dem Wasser. Geändert wurde auch, dass sich die Healthhammer, welche falsch herumgebaut wurden, also quasi die falsche Kippausrichtung, bewegen sich nicht mehr. Ich habe es jetzt erstmal in der richtigen Richtung gebaut, damit ihr seht, in welche Richtung das geht. Und wenn ihr quasi die Healthhammer Base in die falsche Richtung baut und ich sag mal die... Moment, wir nehmen das mal hier raus. Wenn ihr jetzt den Hammer hier auf die Seite baut, müsste sich der Hammer nicht mehr bewegen. Ja, scheint trotzdem noch zu funktionieren. Was sich auch geändert hat, ist, dass man eine schon brennende Feuerstelle nicht noch einmal mit der Fackel anzünden kann. Das heißt, wenn ich jetzt einen Rechtsklick mache, man sieht noch die Animation als Schatten, aber die Fackelbewegung, die funktioniert nicht mehr. Also man kann nicht noch einmal versuchen, das Feuer anzuzünden. Das gilt für alle Feuerstellen sozusagen. Geändert wurde auch, dass der Plaster, also quasi der Gipsblock, dass er jetzt meißelbar ist. Das heißt, ihr könnt diesen zurecht meißeln. Das ging vorher nicht. Was jetzt aber nicht geht, ist, dass ihr auf die verschiedenen Materialien zugreifen könnt. Das heißt, ihr könnt diese nicht, also zum Beispiel das Holz und den Gips, unterschiedlich verwenden. Ihr könnt den nur so meißeln, wie es den halt hier, wie der halt vor Ort steht oder wie er der halt quasi original aussieht sozusagen.
abgeschnittenes Papyrus oder diese Schilfrohre haben jetzt eine Animation. Sie werden von Wind und Wasser beeinflusst. Sieht man hier, wie sie schön im Wasser treiben. Dieser Glitch-Effekt bei den Kreaturen bei geringer Stabilität, also quasi geringer temporalen Stabilität, meine Güte, ist das Wort schwer, ist jetzt bei den Kreaturen für alle synchron, so dass das sozusagen absichtlicher aussieht, also nicht mehr nur so random, sondern eher etwas smoother. Räume mit offenen Türen speichern jetzt weniger Wärme, das heißt, die offenen Türen sind jetzt nicht mehr als geschlossene Bereiche, oder zählen nicht mehr als geschlossene Bereiche. Das heißt, wenn ihr die Tür offen lässt in eurem Gewächshaus, wird entsprechend auch die Temperatur darin geringer werden. Das Verhalten der Schmetterlinge wurde etwas verbessert. Sie fliegen jetzt auf jeden Fall etwas schneller. Und sie haben halt auch ein besseres Gleitverhalten. Des Weiteren ist es jetzt unwahrscheinlicher, dass die Schmetterlinge im Wasser sozusagen auf der Wasseroberfläche oder in die Wasseroberfläche hineinfliegen. Das hat sich in dem entsprechenden Fall bei den Schmetterlingen geändert. Seit der letzten Version ist es ja so, dass Schnee auf den Steinpfaden liegen kann und dieser kann jetzt nun separat entfernt werden und Gras, was mit doppeltem Schnee, also hohem Schnee bedeckt ist, muss zuerst der Schnee weggeschaufelt werden, bevor man das Gras abschneiden kann. Schnee lässt sich jetzt von den Steinpfaden mit der Schaufel abnehmen bzw. entfernen und wenn man das Gras unter dem Schnee haben möchte, dann muss man zuerst die Schneeschicht entfernen, um dann das Gras abbauen zu können. In dem Fall müsste man natürlich dann auch ein Messer nehmen. Sieht dann so aus. Die Sterne drehen sich jetzt nun von Osten nach Westen und nicht mehr von Süden nach Norden. Das heißt, man müsste sich entsprechend auch in die richtige Richtung stellen. Also wenn wir jetzt mal gucken. Die Frage ist natürlich, aus welcher Richtung das jetzt gemeint ist. Aber wenn wir jetzt gucken, von Osten nach Westen, das heißt, wenn wir nach Westen gucken, sieht man, wie die Sterne nach Westen wandern. Ich hoffe, man kann das auch erkennen. Ich habe gerade gelesen, dass die Schmetterlinge doch noch im Wasser stecken bleiben können. Das hat sich aber geändert, dass sie sich da etwas natürlicher bewegen als vorher. Ich habe jetzt leider kein Beispiel, aber vorher wirkten sie so, als würden sie durch das Wasser fliegen. Jetzt ist es so, dass sie halt im Wasser stecken bleiben oder halt auf dem Wasser schwimmen. Wir können es ja mal testen, wenn ich hier mich auf dem bewegen kann. Ich kann leider hier keine Schmetterlinge hinsetzen auf Eis oder auf das Wasser. Müsst ihr mir das jetzt einfach mal glauben. Das Einbringen von Kohle in die Schmiede soll sich verbessert haben. Ich sehe da jetzt keinen Unterschied. Es funktioniert immer noch so wie vorher. Wahrscheinlich damit was anderes gemeint. Kann ich so jetzt leider nicht viel dazu sagen. Tut mir leid. Aber auf jeden Fall, das Einbringen von Kohle in die Schmiede soll verbessert sein. Wie vorhin schon erwähnt, habt ihr nun die Möglichkeit, die Sturmlänge anhand von Befehlen zu ändern. Das wurde jetzt in den Befehl World Config mit aufgenommen. Das heißt, da unten ist der Befehl World Config und dann kommt quasi der Name des Befehls und dann der Value, also quasi die Einheit, dass ihr das verändern wollt. Die Befehle findet ihr sicherlich in der Wiki. Ich verlinke euch nochmal die Wiki in der Videobeschreibung und dann könnt ihr einfach mal nachschauen, welche Befehle es dazu gibt. Nochmal ein Zusatz zu dem Hellfammer und der Hellfammer Base. Die lassen sich jetzt in der richtigen Rotation aufsetzen. Also das heißt, die orientieren sich halt immer entsprechend, wie ihr die Base hinsetzt. Das heißt, ihr habt immer die richtige Richtung, wie hier zum Beispiel. Oder wenn ich das jetzt so setze, wird es automatisch in die richtige Richtung gedreht. Wie zum Beispiel auch hier diese... Wenn ich das jetzt zuerst hinsetze, also quasi diesen Hammer Base und dann die Toggle Base hinsetze, dreht sich die Base immer in die richtige Richtung, sodass halt ein fehlerhaftes Verbauen gar nicht mehr so unabwegig ist oder nicht mehr so oft möglich ist. Ja, das war's soweit zu den Änderungen und Verbesserungen im Spiel.
Ich lese jetzt nochmal ein paar kurze Tweaks vor, also nicht Tweaks, sondern Fixes, Bugfixes, die behoben wurden, um das nochmal ein bisschen zu komplettieren. Das werde ich jetzt aber nicht allzu groß kommentieren, sondern einfach nur vorlesen, damit ihr wisst, was sich halt quasi verbessert hat, also beziehungsweise welche Fehler sich behoben haben. Verzögerungsspitzen beim Schmieden wurden behoben. Das heißt, der Server hat in der Vergangenheit da geleckt, beziehungsweise der Client hat geleckt. Das wurde jetzt behoben. Spieler zittern jetzt nicht mehr und frieren auch nicht mehr sofort in einer neu entstandenen Welt. Dass das Schmieden keine Wärme mehr liefert, wurde jetzt auch behoben. Das heißt, also Schmieden liefert jetzt wieder Wärme. Beim Handeln werden rostige Zahnräder mit gedrückter Umschalttaste im Spieleinventar nicht mehr kostenlos an die Händler übertragen. Und schneebedeckte gemeißelte Blöcke, die jetzt nicht dem Himmel ausgesetzt gewesen sind, wurden gelöscht. Als der Schnee geschmolzen ist, das wurde ebenfalls behoben. Es gab wohl einen Bug, in der das Hauptmenü mal schwarz geblieben ist. Das ist auch behoben worden. Es wurde auch ein Fehler behoben, dass sich zum Beispiel der Käse nicht in Blauschimmelkäse verwandelte. Oder halt in andere Lebensmittel. Und der schneebedeckte Steinpfad lässt jetzt auch einen richtigen Steinpfad fallen und nicht wie es vorher war. Da gab es ja auch das Problem, dass zum Beispiel der Schnee nicht von den Steinpfaden abgenommen werden konnte, dass man somit den kompletten Steinpfad abgebaut hat. Ja, und da gab es noch viele andere kleine Bugfixes, zum Beispiel im Handbuch oder so, und die wurden alle behoben. Eine genaue Liste findet ihr natürlich auch wieder in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Ansonsten kommentiert mir das Video fleißig, da würde ich mich freuen. Und wir sehen uns dann einfach in einem nächsten Video. Macht's gut bis dahin und bleibt so schön. Tschüss!